Der Hauptdarsteller auf dem Weg zum Filmset. Theo Georgiou ist 13 Jahre alt. Im Film spielt er das Wunderkind Vitus. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich finde es noch interessant. Mit Bruno Ganz steht ihm eine Schweizer Schauspiellegende zur Seite. Vitus erzählt die rührende Geschichte von einem hochbegabten Kind, das an seiner Gabe fast zerbricht. Das Thema finde ich auch sehr spannend, eben von hochbegabten Kindern und jetzt auch in anderen Bereichen, wie fest tut man die fördern. Und ja, es war sehr ein guter Film. Kinderschauspieler finde ich immer etwas heikel. Es gibt wenig gute. Und das ist etwas vom Geilsten, was ich gesehen habe. Und das ist jetzt die entscheidende Szene, wo er den Hut nimmt und sagt, weißt, es gibt einen Moment, wo man einfach einen Hut muss über den... Und man kommt nicht mehr dazu. Und grossartig. Am liebsten würde ich jemand anders werden. Wie wer zum Beispiel? Ich weiß nicht. Egal. Einfach normal. Etwas so normal wie ich? Nein, noch normal. Ja, dann wird doch normal. Aber wie? Eben mal. Das ist ein grossartig geschauspielerter Film mit einer sehr intelligenten Geschichte, die ganz gespürig ist umgesetzt. Der Pianist, der Vitus im Film, hat es auch im wahren Leben zu einem grossen Künstler gebracht. Ein fantastischer, grossartiger Klavierspieler. Das Konzert des 13-jährigen Vitus in der Zürcher Tonhalle, der Höhepunkt eines Films, der ans Herz geht. Ein ehrwürdiger Bauernhof im Emmental ist in den vergangenen Wochen zum Filmstar geworden. Er wird eine der Hauptrollen in einem neuen Schweizer Film nach Gotthelfs Uli der Knecht spielen. Einen ganzen Tag haben die Vorbereitungen für eine kleine Szene gedauert. Auch wird das nötige Quantum Sturmwind bestellt. Die Kamera ist aufnahmebereit. Heini Schmidhauser aus Uli und Liselott Pulver als Vreni können ihre Szene spielen. Die Gotthelf-Verfilmung Uli der Knecht schenkt uns das Traumpaar des Schweizer Films. Liselotte Pulver und Herzensbrecher Hannes Schmidhauser. Nur vor lauter Werken kommt man ein wenig unter die Leute. Das ist doch verwandt, habe ich gemeint. Dass man als Schauspieler Frauenherzen erobern kann, habe ich erfahren beim Uli der Knecht. Meine Mutter war wahrscheinlich der grösste Hannes Schmidhauser-Fan. Die hat damit schon eine Woche zum Voraus gewusst, wenn der Film am Fernsehen kommt. Und wenn er gelaufen ist, habe ich mit keinem Wort schwätzen. Ich glaube, die ist sogar, bevor der Film kam, noch extra zum Coiffeur wegen Hannes Schmidhauser. Das ist ein Traumpaar. Das ist jetzt mal ein echtes Traumpaar. Ja. Über die könnte man schreiben und machen. Das finde ich super. Aber er hat noch gut geschaut, oder? Ja. Tatsächlich verdient Hannes Schmidhauser sein erstes Geld als Profifußballer. In den 50er Jahren läuft er 13 Mal für die Nationalmannschaft auf und spielt unter anderem für die Zürcher Grasshoppers. Zum Strafstoß gegen die Schweiz. Sie, der war Fußballer. Shooter der auch noch? Das habe ich nicht gewusst. Wie geht sie? Ja, den könnten wir vielleicht wieder brauchen. Ja, ich könnte mir vorstellen, der könnte heute noch spielen. Dort. Wäre einfach der Schnellste. Fußballnationalmannschaft und Hauptdarsteller im grössten Schweizer Film an beiden Orten kann brillieren. Er hat es können. Und damit ist er eine spezielle Figur überhaupt in der Schweizer Film- und Fußballgeschichte. Uli der Knecht, der Grosserfolg aus den 50er Jahren, hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Berührende Liebesgeschichten wie diese sind zeitlos.